Wartet kurz. Oh mein Gott. Na, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Boah, ich habe so Angst, wenn ich andere Spiele spiele, wo man noch besser sein muss. Ich kann es euch erzählen. Es war so ein bisschen blöder Tag und ich bin dann in die Stadt gegangen und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt so? Ich musste noch ein bisschen Haushaltssachen und so einkaufen. Und dann habe ich mir einfach aus Prinzip 4 Spiele geholt. Und dabei komme ich so schon gar nicht zum Spielen, weil ich so ein Loser bin. Ja. Level aufgestiegen, yay! Fred, wie viel Energie hast du noch? Guck mich mal an. Hey, Schatz. Fred, komm hier an. Also, Entschuldigung. Nee, da kann ich mir eine Flasche so nehmen. Wo ist die Keule? Wo ist die Keule? Da ist die Keule. Kurz abspeichern. Habe ich da eben ein Brummen gehört von irgendwas? Ich dachte, ich hätte was gehört. Sind da 2 drin? Wartet kurz. Dann wäre vielleicht Berserker ganz gut. Oder Schutz. Ach so, nö, okay. Brauch nur 2. Ja, natürlich. Ich habe Schutz, ist also egal. Also dann lieber Berserker. Illusion bringt nichts. Ich sollte ihn vielleicht rauslocken. Ja, Musik ist gut. Ah, ihr könnt mir noch sagen. Oh, Fred! Aufpassen! Also der Schutz ist da noch. Wir kommen dich holen! Ah. Komm nicht weg. Wer von euch Ahnung hat, bei Gothic 1 habe ich gemerkt, gibt's Mods. Ich möchte keine Extraspiele, ich möchte aber, wenn es dazu welche gibt, die gut sind, könnt ihr mir ja welche sagen. Dann werde ich mir die mal dazu installieren. Das ist doch schön. Ach, meine Fresse, ey. Hä, wo ist er jetzt? Das war dumm von dir. Ja, ich weiß. Ist ja gut jetzt. Das war nicht dumm von mir, das war dumm von dir, Bitch. In den Rücken. In Po, warte. Genau in die Mitte. Das war dumm von dir. Ja, komm. Ach, wir haben wieder so einen Fall. Gerne doch. Und ein Ei. Oh. Okay, das war jetzt, fand er jetzt nicht mehr so toll. Du schaffst es. Sehr schön. Oh, Fred, hier. Nicht mehr genug Mana. Oh, Fred, wir bringen hier gerade die Oger um. Das Spiel ist bald vorbei, würde ich sagen. Bitteschön. Noch ein? Ich hab's ja. Nicht wirklich. Aber... Fred hat es. Ogerkeule. Feuer ist mir egal. Ach, wartet. Ich kann wieder wenig sehen. Besser. Na, was ist hier so? Was standst du hier rum? Vielleicht ist es die Toilette. Na, ich würde ja nicht wirklich...
Das wäre ein bisschen dumm. Gab es hier gute Sachen? Ich hab's vergessen. Ich habe da drauf reingeguckt. Hallo Fred. Ja. Nochmal von vorne. Was hatten wir denn hier? Geld, das ist immer gut. Eine Flügel, ein Teller. Ach, das war scheiße. Ah, die Erfahrungsgut. Ne? Weil wir haben hier wieder 15. Dann können wir schon mal ein Schwert Dingens lernen gleich im Banditenlager. Das ist super dupi schön. Regnet das oder was? Guck, Fred, wir machen jetzt hier Spaß mit Nägeln. Mit Bolzen, da ist so Nägel mit Kopf schlagen und so, verstehst du den? Das war dumm von dir. Jo, komm. Ja. Ich höre doch die ganze Zeit was. Bist du das, Fred? Macht Fred die ganze Zeit diese komischen Geräusche? Fred, bist du das? Das ist super cool. Du bist super cool. Immer dieses. Macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. Ist cool. Hier waren wir ja schon. Weiß nicht, ob wir da nochmal hin müssen. Müssen wir nochmal rüber zu Doyle? Glaube ich nicht. Irgendwann mal. Oh, da war es ja doch eher der Wolf. Der Wolf war es mal wieder. Der Wolf. Nee, Fred, der Wolf war's. Den haben wir vergessen umzubringen das letzte Mal. Und dann hat er die kleine Rotkäppchen aufgefressen. Und die Rotkäppchen hat gesagt, ja, vernasch mich, Wolf, vernasch mich. Ja, okay, komm, wir gehen zurück. Lo, 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 lo. Ich glaube, das war's hier. Das ist ziemlich langweilig gewesen, weil hier gab es auch nicht wirklich Gutes. Naja, was soll's, was soll's, was soll's. Dafür haben wir die Oger umgebracht. Wir sind Ogerkiller. Vielleicht gibt es auch ein Achievement. Oder gab es das schon, als wir den ersten Oger umgebracht haben? Kann sein. Im Kampf kann ich da nicht so doll darauf achten, muss ich zugeben. Wir könnten jetzt schon da rübergehen und in die Festung rein. Yeah. Ah, ich denke mal, das Schwert, da gehe ich jetzt nicht zurück. Das mache ich das mache ich in der Stadt. Juhu, ich habe die Oger umgebracht und ich laufe so extrem lahm. Irgendwie habe ich das Gefühl. Bis später. Jo, bis dann, denn, ne? Fred hat auch nichts dagegen, glaube ich, ins Wasser zu gehen. Oh nein, ich habe Angst davor, welche Gegner wohl kommen im vierten Kapitel. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht richtig aufnehme gerade. Ich weiß nicht warum. Wichtelkappe, yay! Ich habe keine Ahnung. Neue Gegner! Jo. Oder auch nicht. Vielleicht war es auch einfach nur ein Gegner, den ich übersehen habe. Fred? Mann, 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 was hast du gemacht? Musstest du mal pieseln? Das ist in Ordnung, Fred. Der Gegner war nicht besonders schwer. Minze. Yay. Weil Minze so wichtig ist. Nö, hier ist auch scheinbar kein Teleportationsdingens. Fred, ich werde mich wohl gleich teleportieren. Weil, tut mir leid, aber dann. Oh mein Gott! Den habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Da haben sie einfach mal einen Wolf hingetan. Why not? Hier sind wieder welche. Lustig, lustig. Fideralala. Du bist hier und Mach was anderes. Enrico mag mich nicht. Okay, Fred, dann. Fred. Komm, wir gehen hier noch gucken. Hier ist nämlich noch ein Wolf. Flieg dahin, Wolf. Flieg dahin.
Ob das wohl Freunde waren von denen, die ich vorher umgebracht habe, die nur auf Reisen waren und irgendwie die Tante besucht haben und jetzt wieder zurückkamen und dachten, oh mein Gott, wo sind meine Freunde? Aber warum sollte ich da hinten hin? Oh mein Gott, eine Ratte? Okay. Warum sollte ich da hinten hingehen? Und da will ich doch eh mich nicht hinbeamen. Aber vielleicht. Nee, da ist ja auch nichts mehr. Aber da sind vielleicht Gegner oder so. Ach, ist. Ach, Fred, ich liebe dich, aber ein bisschen nervt's auch. Okay. Oh, dickes Krautpaket. Das ist eine schlechte Idee. Das sag ich dir, ob es eine schlechte Idee ist oder nicht. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine super Idee. Ich würde mich loben für diese Idee. So, dann gehen wir mal zur Hafenstadt. Tschüss, Fred. Fass mich doch einfach an und du kannst mitkommen, Manu. Aber wir sollen ja die Quest noch beenden. Machen wir erstmal das. Hoffentlich meckern sie mich jetzt nicht wieder an. Hallo. Was ist los? Nein, jetzt nicht. Verschwinde, Bandit! Jo. Ho! Hör! Meh! Kikeriki! Hey. Ich hab schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, hatten dass schon. Du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Stimmt. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. Ding, 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 ding. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ja. Ihr seid jetzt zufrieden. Auch wenn ich sie noch ein bisschen zusammenschlagen könnte. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Ja, bestimmt gute Sachen. Was ist? Oh mein Gott, Konrad abkassieren ist zu Ende. Ich kann nicht mehr die Kuh umbringen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte das wirklich noch für euch. Guck mal, wie hübsch das hier aussieht. Risen 2 werde ich nicht so hübsch einstellen können. Vielleicht ist Risen 2 auf der niedrigsten Einstellung, die ich spielen kann. Ja, dann so schön wie das hier. Wisst ihr, denn ist es ja so ein... Ne? Oh, jetzt konnte ich die Kuh nicht töten. Oh, naja. Da muss man halt durch. Yay, Don! Gut, dass diese weißen Schweine endlich weg sind. Im Namen von Recht und Ordnung, dass ich nicht lache. Sie haben uns doch nur ausgebeutet. Wie wär's mit Danke? Wenn du was kaufen willst... Dann mach schnell und geh bitte wieder. Ich will mit euch Banditen und eurem neuen Stadtherrn so wenig wie möglich zu tun haben. Jo. Zeig mir deine Ware. Zeig mir mal deine Ware, Bitch. Gewürzbeutel. Oh mein Gott. Das ist doch das, was ich brauche. Damit kann ich mir ganz viel Energie holen. Cool. Wartet kurz. Ne, das muss ich auf dem Herd machen. Hat jemand einen Herd? Hallo? Wo dann? Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Bitte, bitte. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Ja, ja. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Oh yeah. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Gibt das irgendwas? Man kriegt eine neue Rüstung. Und ich kann ihn beklauen. Was hast du eigentlich mit dem Goldberg vor? Das willst du wissen, wie? Oh mein Gott. Tja, ich habe verschiedene Pläne.
Aber es ist zu früh, darüber zu sprechen. Erstmal muss die Inquisition. Ich weiß nicht, was ich klauen sollte. Verlassen. Ah, das ist so viel. Ich brauche eine bessere Rüstung. Hauptmann 5000. Okay, ich muss alles verkaufen. Gute Arbeit, Hauptmann. Wurde auch Zeit, dass Esteban endlich wieder nach Hause kommt. Yay, ich konnte Don beklauen. Hey, Edgar. Es wird eine Zeit dauern, bis der Laden hier wieder in Schuss ist. Carlos und seine Jungs haben hier eine Menge durcheinander gebracht. Juhu, unterrichte mich mal im Kampf. Nein, ich brauche Schwertkampf. Entschuldigung. Yay. Ob die vor der Tür auch weg sind? Endlich bekomme ich ab und zu mal eine Mütze voll Schlaf. Diese ständigen Reibereien in der Stadt haben auch endlich aufgehört. Scheinbar sind alle irgendwie besser drauf. Also, so schlecht, so scheint es nicht gewesen zu sein. Hallo. Ja, lass mich durch, natürlich lässt du mich durch. I'm the man. So, wer kann mich denn jetzt hier... Was denn? Du, hallo. Ich wette, du steckst dahinter, dass der Don wieder da ist, hä? Was will man von so einem Verbrecher wie dir auch anderes erwarten? Ich hoffe, im zweiten Teil gibt es auch dann verschiedene... Ich meine, so schwer ist es nicht, die Charaktere einfach mal andere Haarfarben oder sowas zu geben. Zeig mal, was du hast. Hast du irgendwas Neues? Okay, er hat auch dieses Schild. Der Helm der Stadtwache, plus 3. Was habe ich nochmal? Oh, der Ordenskrieger ist viel besser. Habe ich wohl verpasst. So, dann werde ich jetzt mal ganz kurz Pause machen und alles verkaufen, damit wir hoffentlich auf 5000 kommen. Das wird dauern. Wer Titan Quest verfolgt, der weiß, dass das bei mir dauert. Und dann bis gleich. Willkommen zurück bei Risen und es ist immer ganz schön, hier ein bisschen Ruhe zu haben. Ich habe jetzt wirklich alles verkauft, es war sehr knapp, muss ich zugeben. Was gibt's? Was gibt's? Weiß nicht, Tod und Verderben, würde ich mal sagen. Gibt's was Wichtiges? Und jetzt holen wir uns aber trotzdem, denn ich habe 5700 zusammen, also jetzt, das freut mich. Dann gehen wir mal an Dons Tony. Hauptmann, schön dich zu sehen. Yay, ich glaube, ich habe das Richtige gemacht. Hallo, ich hätte gern diese tolle Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Hauptmanns. Ja, hier hast du sie. Bei den meisten Jobs kriegt man die so. Finde ich so scheiße. Warum muss ich dafür bezahlen? Danke. Trage sie mit Stolz. Du bist jetzt mein bester Mann. Du hast, finde ich, echt Bullshit, weil ich... Gib ihm die geile Stadt wieder und er... Lass dich nicht aufhalten. Und er will Geld für die... ich will jetzt wissen, wie ich aussehe. Verdammt. Wie mache ich das jetzt? Naja. Mal gucken wir. Rüstung des Hauptmanns. Nur die besten Kämpfer dürfen diese Rüstung tragen. 30, 30, 60, 60 und so weiter. Nochmal um 10 bis 20 besser. Das ist doch geil. Das ist richtig gut. Sehr, sehr schön. War aber auch teuer. Na komm, wie siehst du aus? Wie kann ich das jetzt machen? Keine Ahnung. Wie man ihn von vorne jetzt anguckt. Doch, natürlich. Gucken wir uns mal an. Lässt sich, wie er da sitzt. Also, ach. Jo. Bisschen Squall-mäßig. Sind deine Muskeln extrem aufgebläht oder so? Naja. Schön. Was ist das jetzt? Skordo. Gut gemacht, Kamerad. Ich war Sonjas stinkenden Lagerraum echt leid. Jetzt können wir endlich wieder unseren Geschäften auf der Straße nachgehen. Mhm. Lass uns... Was hat der denn noch hier? Kleiner Diamant. Ja, ich brauch's nicht. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Nee, brauch ich alles nicht. Sorry. Ich kann auch nichts Gutes irgendwie damit basteln. Badet jemand? Nee, ich dachte. Ich grüße dich, Hauptmann. Yay, ich bin der geilste Stecher im Sumpf. War. Bin immer noch? Keine Ahnung. Hier, Gewürzbeutel. Das heißt, ich könnte hier eigentlich
mir 10 mehr HP bekommen. Oder ich hole mir mehr Geschicklichkeit. 5 Stück oder so. Bloß ich frage mich die ganze Zeit, warum? So oft schieße ich nicht. Aber natürlich wäre es ganz gut, wenn man hat, ne? Weil... Oder 10 LP, weil... Warte kurz. Lebensenergie habe ich 414. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Dammit. Ich habe auch das Gefühl, da fehlt mir noch irgendwie was. Eine Zutat. Vielleicht sollte ich da erstmal die Gewürzbeutel behalten. Aber, oh, verdammt, warte kurz. Weil wie oft schieße ich schon... Geschicklichkeit plus... Ah, es ist so verlockend, es zu machen, muss ich zugeben. 5 Stück davon und dann einfach 5 Geschicklichkeit so bekommen. Einfach so. Ah, ich weiß nicht. Ich habe lange keine Heldenkrone mehr gefunden. Just saying. Aber 10 mehr Energie ist auch gut. Mache ich hier mal 5. Yippie. Den anderen kann ich immer noch belegen. Gibt ja noch ein Kapitel. Akt. Whatever. Jetzt gibt's viel zu essen. Mein Hauptmann. Sieht richtig lecker aus. Sieht richtig lecker aus. Da. Hab alles verkauft. Guck mal. Boah, alles weg. Das ist gut. Man konnte es einfach so kaufen. Die Kräuter. Sachen, die kann man sonst nicht kaufen. Aber ich glaube, man kann nicht wirklich was falsch machen bei dem Spiel. Mein Gott, es gibt immer Möglichkeiten, zum Beispiel Fred zu holen und dann hilft er dir und ach, und so weiter. Ja, ja, nö. Knutsch. Hier ist keiner. Ich will euch alle doch ansprechen. Sieht echt gemütlich aus. Ist voll die Männer-WG. Achso, ich dachte, wäre es runtergelaufen. Entschuldigung. Ja, ich merke mir deinen Namen nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Hallo. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Hier, nimm. Das wirst du sicher gut gebrauchen können. Du bist so toll, Viel Rachel. Glück. Kenn ich schon. Oh. Rachel ist so super. Apropos, wo habt ihr Sarah gelassen? Ist die immer noch bei dem Typen da oben? Das ist seltsam. Sind die nicht voll aufgeschmissen ohne euch alle? Oh. Meine ja nur. Ja. Weasel sitzt da auch nicht mehr. Endlich sind diese eingebildeten Ordenskrieger weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Oh, das Spiel fühlt sich irgendwie langsam zu Ende an. Ich muss mich wohl mit euch Banditen gutstellen, jetzt wo Esteban wieder da ist. Jo. Also, kauf deine Tränke und lass das dämliche Grinsen. Hey, du warst doch immer nett zu mir. Ich brauche Tränke. Hä? Warum tust du denn jetzt so komisch? Also, was brauche ich denn für Tränke? Ein paar große wäre schon ganz gut, aber ich habe nicht mehr so viel Geld, aber mal so 4. Jetzt muss ich ein bisschen Geld sammeln. Das mache ich, indem ich, keine Ahnung, könnt ihr auch selbst machen. Ich habe mal da liegen ablassen. Supidupi. 2 nochmal Tränke, weil aus Prinzip, weil noch so viele Echsen auf mich zukommen. Ist es mit Magie eigentlich einfacher? Ich weiß, mit Magie kann man irgendwie Eis machen. Gute Arbeit. Das ist natürlich gut. Könnte ich mir auch durchlesen, weil da steht das ja irgendwo. Ich habe es ja aus den toten Händen eines der Mitglieder hier gerissen. Die Macht von Eis. Das ist eine schlechte Idee. Sollte ich lieber einen Magier geben? Ja, okay, dann nicht. Ist ja aber egal, kann ich eh nicht. 160, immer noch nicht weiser. Ja, immer noch nicht stärker als weise. So. Es ist wirklich seltsam, weil ich mich noch voll daran erinnern kann, wie es hier war am Anfang. Und jetzt ist nichts mehr zu tun. Ich habe schon unter so vielen Regimes gelebt, mein Junge. Die Herrschaft des Don wird auch nicht länger dauern als die meisten anderen. Mir vollkommen egal.